Jo Freunde, was geht? Hier ist Relate und herzlich willkommen zu meinem neuen Pack-Opening. Nach lange mal wieder. Ja Freunde, und zwar haben wir Silber 1 viermal erreicht. Leider komme ich nicht darüber. Leider komme ich nicht darüber. Ich weiß jetzt wieder nicht, was wir bekommen für Silber 1, weil ich habe es leider vergessen. Ich würde sagen, wir reden nicht lang drum rüber. Wir gehen direkt mal zu den Belohnungen. Und ja. Auf jeden Fall nochmal, was ich loswerden wollte. Falls du noch kein Abonnent bist und dir das Ganze gefällt, kannst du ebenfalls ein Abo dalassen. Und auf den Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls freuen. Und jetzt würde ich mal sagen, genug gelutscht und jetzt geht's los. So, das haben wir ja geholt. Silber 1. So, da haben wir einmal eins von drei Food Champions Spielern. Dann Premium Gold Spieler Pack, Mega Pack und 20.000 Münzen und die direkte Qualifikation zur Foot Champions. Da würde ich mal sagen, haben wir ja nur dieses eine und öffnen wir das mal. Ja, ist mal sehr gut gelungen, aber wir nehmen mal Budescu oder Budescu. Rumänia. Weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Vielleicht SBC oder so. So, dann kommen wir mal. Ne, das wollte ich nicht. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zu den Packs. Aber wir hatten ja noch was. So, Freunde, vielleicht wundern sich einige, warum ich diesmal nicht die Münzen nehme. Es hat den Grund dazu, weil ich das letzte Mal Sanchez Team of the Group Stage gezogen habe, aber den schon direkt wieder verkauft habe. Ich Dummkopf und wusste nicht, dass ich mit dem nochmal doppelt Gewinn machen kann. Ich würde sagen, wir nehmen diesmal wieder Option 2. Mal schauen, vielleicht ist das Glück an meiner Seite und ja. Macht kein Auge, Jungs. Und beziehungsweise ihr lasst uns wieder mal was Gutes ziehen. Dann würde ich sagen, los geht's. So, jetzt haben wir mal zwei Packs wieder mit Premium und Gold. Und dann gehen wir mal hin und ziehen mal die Packs. Wir haben hier Prime gemischte Spielerset, also zweimal Mega Pack und zweimal Jumbo Premium. Ich würde sagen, wir machen abwechselnd einmal Prime, Jumbo und dann wieder Prime, dann Jumbo und das letzte kommt dann, das letzte Megapack kommt dann zum Schluss. So, Freunde, auf geht's. Leider erkenne ich schon nicht, woran ein Walkout man erkennt. So, was haben wir da? Torwart, Claudio Bravo. Ah, kann man nicht viel anfangen. Aber für SPC. So, Lukaku ist nicht schlecht, der hat ein gutes Tempo. Zakaria, ja, kann man auch für SPC benutzen, alles hier. Nehmen wir mal alles in den Verein rein. So, jetzt haben wir ein Prime gemischtes Spieler-Set aufgemacht. Jetzt machen wir ein Jumbo Premium Goldspieler Set auf. Komm schon. Ich weiß nur, wenn unten grau ist. Ah ja, das Walkout, das Walkout. Europa League? Wer ist das? Gerard Moreno. Ist der gut? Scheiße, Alter. Ich hab keine Ahnung. Gerard Moreno, mal gucken, was der wert ist. Boah, ich hab an Kondogbia jetzt oder so gedacht, Alter. Ich hab diese Europa League-Karte auch gesehen. Oh, Poldi! Was geht? Du Japanese! Oh, Sturridge! Ich hab Sturridge in, ja, ist das? SPC angezogen, ihr wisst ihr ja. Und Modest. An dieser Stelle hier. Ja, Freunde, wir schauen mal, was er so wert ist. Oh, der ist schon einiges wert. Kann man ein bisschen Turniers machen mit ihm. Naja, ist okay. Sorry, falls ihr mich auslacht dafür. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Europa League gucke ich nicht. Ich gucke nur Champions League. Und ja, es sind einige Bekannte hier mit dabei. Kann man auf jeden Fall ein bisschen Kleingeld damit machen. So. Die tun wir mal abschlossen, die haben wir. So, jetzt machen wir wieder Prime gemischtes Spielerset auf.
Komm schon, bitte. Lass mir diesen grauen Zeichen unten. Komm schon. Ah, kein Walkout. Deutschland. Oh, Gnabry. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der müsste auch jetzt einiges wert sein. Weil der dreht ja auch jetzt momentan auf. Was ist er wert? Schauen wir mal. Ja, okay. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber normalerweise muss er was wert sein. Ich denke mal die andere Karte. Also Special Cards. Okay. Jetzt haben wir Jumbo Premium Goldspieler. Und das öffnen wir mal. Und als letztes kommt ja das Megapack. Komm schon. Gib mir den Walkout. Kein Walkout, schade. Hier war ein Typ hier. Nix ist gut. Nix ist gut. Kilo Kehrer? Ist der was wert? Nein, ist nicht wert. Ist nicht wert. Naja, schade, schade. Echt schade. So, die Spieler haben wir ja alle. Direkt mal wegstoßen. So. Freunde, jetzt ist das letzte Pack dran. Bitte, gib mir wenigstens was Anständiges. Wir haben jetzt momentan nur Müll gezogen, außer diese Europa League-Karte. Ich habe seinen Namen jetzt wieder vergessen. Komm schon, gib mir den Walkout oder sonst irgendwas. Besseres natürlich. Basic. Spanien wieder. Oh! Der muss doch einiges was wert sein! Der ist ja gar nichts wert. Sunny, ist der was wert? Ja, schade, toll. Ja, Freunde, ihr habt's gesehen. Leider nur Müll gezogen, bis auf diesen Europa League Spieler. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Die Special Card, die wir mal ziehen, wird leider noch warten müssen. Auf jeden Fall, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen. Da würde ich sagen, sehen wir uns zu Mafia 3 wieder und bis zum nächsten Mal. Euer Khalid und ciao. Jo, was geht? Dankeschön, dass du es dir angeguckt hast bis hierhin. Falls du das Video gesehen hast, komm direkt danach in meinen Stream rein. Wir zocken ein bisschen Division Rivals, machen ein paar Abo-Games und wir ein bisschen hochgepusht, bisschen hochpushen, also was Division Rivals angeht. Sorry für das Aussehen hier gerade. Ich weiß selber nicht, was gerade los ist. Ich bin ein bisschen gestresst. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein bisschen Spaß haben, bevor das Jahr umgeht. Und ja, wir sehen uns gleich. Bis dann.